Was wir erstens erstmalig erfahren haben, war eigentlich die ITB, weil wenn man so eine Veranstaltung in Deutschland absagt, dann steigen einem schon die Schweißperlen ins Gesicht, weil das kostet sehr viel Geld und das ist uns dann auch bewusst, dass das eigentlich viel größere Wellen schlagen wird. Und dann sieht man das natürlich auf Social Media, man sieht das an den politischen Ankündigungen, was denn passiert und ist von heute auf morgen eigentlich übergeordnet in Österreich gesperrt. Es gab ja keine Hotelschließung, sondern wir sind einfach übergeordnet gesperrt, als dass man den Gästen insofern gesagt hat, ihr könnt es nicht mehr anreisen. Und so hat sich das dann dargestellt, dass das Hotel war von heute auf morgen nicht gesperrt, sondern leer, so muss man sehen. Grundsätzlich dürfen oberösterreichische Betriebe offen haben. Es wurden ja nur Salzburg, Vorarlberg, Tirol und Kärnten gesperrt, nicht aufgrund vom Epidemiegesetz, sondern aufgrund von diesem Covid-19-Gesetz, was dann bedeutet, die Bundesregierung putzt sich ab, sagt, das ist ein Gesetz, das ist geschaffen für einen einzigen Seuchenfall. Das heißt, sperre ich ein Hotel, ersetze ich dem bis zu 80% vom Umsatz. Jetzt haben wir eine andere Situation. Jetzt sind wir da alle in diesem Debakel drinnen, verstehe ich. Was dann nicht heißt, dass ich mich aus der Verantwortung rausnehmen kann. Das ähnelt der Situation, wie wir es jetzt haben, wo wir Gästen anbieten, eine Rate zu buchen, die günstig ist, dafür zu akzeptieren, dass die auch fix zu zahlen ist. Wir können uns nicht abputzen, das heißt, wir haben alles zurückzuüberweisen. Jeden einzelnen Cent, auch wenn der Gast vorher eingewilligt hat. Es ist eine non-refundable Rate, die wird nicht zurückbezahlt. Daher zahle ich weniger. Also verlieren wir erst schon mal Geld, das wir vom Gast akzeptieren. Gut, wir geben dir noch ein besseres Angebot, aber jetzt heißt es natürlich, naja, gesetzlich ist das so geregelt, und wir können uns da nicht abputzen. Wir tun uns da halt nicht so leicht wie in der Politik. Das ist das nächste Messer im Kreuz eigentlich, wenn dieses Epidemiegesetz ausgehebelt wird, sagt natürlich auch die Versicherung, wir wurden jetzt nicht aufgrund vom Epidemiegesetz gesperrt, es gibt kein Geld. Alleine das kostet zwischen 150 und 200.000 Euro, in unserem Fall. Die ersten paar Tage wusste jetzt keiner, wie er mit dem umgehen soll. Und nach und nach kam dann diese Stornowelle, wo man halt dann es eigentlich damit zu tun hat, dass man null Umsatz hat, aber immer noch die Leute im Haus braucht, um zwischen 3.000 und 5.000 Stornos abzuwickeln. Die natürlich alle unterschiedlich sind und die erst nach und nach durch Regelungen unterschiedlich dann geregelt wurden. Am Ende des Tages heißt es, für die meisten Übernachtungen, die Gäste dürfen nicht anreisen, das heißt, es fließt auch kein Geld oder ist zurückzuzahlen, soweit es schon gezahlt wurde. Also wir haben die Verantwortung übernommen, dass wir gesagt haben, gut, es ist wie es ist. Aus unserer Sicht hat auch die Bundesregierung sehr schnell gehandelt. Also wir machen hier keinen Vorwurf und zumindest ich persönlich stehe auch hinter der Bundesregierung. Ich bin gespannt, wie dann die Hilfen ankommen und ob sie ankommen. Wir haben lange überlegt, wir haben natürlich auch eine Mitarbeiterversammlung gemacht, um auch das Team zu informieren. Weil aus unserer Sicht haben wir drei Verantwortungen. Das ist das Unternehmen und die Bank, das heißt, das Gebäude mal runterzufahren und Fixkosten zu sparen. Die zweite Verantwortung sind natürlich unsere Gäste und die dritte Verantwortung sind unsere Mitarbeiter, unser Team. Und damals war ja nicht klar, was bedeutet Kurzarbeit. Das hat sich ja auch quasi täglich geändert. Ab dem Zeitpunkt, wo es ein vernünftiger, gangbarer Weg war, haben wir uns dazu entschieden, dass wir natürlich keinen einzigen Mitarbeiter freisetzen. Wir haben im Moment 35 Mitarbeiter, alle davon auf Kurzarbeit. Kurzarbeit heißt momentan, Kurzarbeit ist beantragt. Bei uns in unserem Fall dauert das jetzt schon über 5 Wochen, wo nichts passiert ist. Also es kamen dann mal E-Mails oder Verbesserungswünsche, eine Unterschrift würde fehlen, das hat so nicht gestimmt. Die Unterschriften waren alle da. Man wusste einfach nicht, an wen sich wenden. Ich glaube, das ist ein Landesproblem oder ein Problem auf Landesebene, weil man dazu sagen muss, dass gerade die lokalen Sozialpartner, ob das jetzt Wirtschaftskammer ist, AMS oder Gewerkschaft, haben wir mit allen dreien tolle Erfahrungen gemacht, die waren auch immer erreichbar, die lokalen Sozialpartner in Wels. Und muss ich mich auch ganz herzlich bei der Wirtschaftskammer bedanken, weil über die landes- oder bundesweite Hotline war die Wirtschaftskammer nicht einmal zu erreichen. Im Unterschied dazu die ÖHV jedes Mal. Also ich verstehe das Volumen und verstehe, dass es eine schwierige Situation ist, aber Kurzarbeit wissen wir bis heute noch nicht, ob das funktioniert, wird es genehmigt, ja, nein. Und das ist natürlich für uns eine sehr schwierige Situation. Für uns wird das heißen, das ist zumindest meine Hoffnung, dass mit der Öffnung des Handels und mit
der Lockerung der Maßnahmen auch die Geschäftsreisen wieder schneller in Gang kommen. Das heißt, von daher haben wir vielleicht einen kleinen Pluspunkt. Ich sage einmal, die Winterbetriebe, die einen Monat früher zusperren mussten, da war es ein sehr harter Stein an den Kopf, aber es war noch nicht ganz so schlimm wie in unserer Situation. Ich frage mich, was macht die Sommerferienhotellerie? Das kann gut sein, dass es die noch um eine Ecke härter erwischt wie uns, so es bei uns dann auch wieder anläuft. Aber wo jetzt, ob jetzt die Österreicher in Österreich bleiben, was man sich natürlich wünschen würde, was wir natürlich auch machen werden, das ist eine gute Frage. Und es steht auch immer noch die Frage im Raum, ob die Deutschen nach Österreich reisen dürfen. Es wird kolportiert, es wird gesagt, das wäre natürlich ein gangbarer Weg, logisch, aber ich sag mal, wenn ich jetzt in der Sommerferienhotellerie sitzen würde, würde ich mich jetzt auch nicht besser fühlen als wir in Wels. Na, wir versuchen natürlich mit den Firmen in Kontakt zu bleiben, ja, weil durch dieses indirekte Sperren ist ja auch eine Riesenunsicherheit entstanden für die Firmen, wer hat überhaupt offen. Und immer wieder, wenn wir einzelne Reservierungen kriegen, wird erstmal gefragt, na, habt ihr überhaupt offen? Können wir überhaupt anreisen? Das weiß und wird auch so lange keiner wissen, solange nicht die Hotels wieder aufmachen dürfen. Ja, und das ist ein weiterer Punkt, der mir nicht ganz ersichtlich ist. Warum sperrt der Handel auf und die Hotels offiziell nicht? In einem Hotel tue ich mir viel leichter, dass ich die Leute vier Meter auseinandersetze, um es übertrieben auszusagen, öffentliche Bereiche sperre, eine Glasscheibe installiere und die Mitarbeiter natürlich Masken tragen, als wie das jetzt in einem Geschäft wahrscheinlich der Fall sein wird. Ich verstehe es insofern, weil die Politik natürlich eins nach dem anderen aufschaltet. Ja. Jetzt denken wir uns natürlich, na, es wäre halt schön, wenn wir bei den Nächsten dabei wären, weil uns trifft es auch am härtesten. Ja. Und auf der anderen Seite denke ich mir, am Friseur oder am Kleinladen geht es auch nicht besser. Da geht mit der Situation null Umsatz nicht viel besser um. Ja. In der momentanen Situation gibt es dann doch einige Versorgerfirmen, die bei uns im Haus nächtigen. Und ich glaube, wir gehen vernünftig damit um. Es gibt üppige Lunchpakete. Wir schauen, dass kein Gästekontakt stattfindet. Der Check-in erfolgt hinter einer Glasscheibe mit Maske. Ja. Das ist relativ kontaktlos. Und die Rechnungen werden an die Firmen versandt. Also für diesen kleinen Teil, den wir beherbergen dürfen, glaube ich, haben wir eine sehr vernünftige Lösung. Dementsprechend wird auch das Haus unter allen Regeln der Kunst, der Hygiene gereinigt. Und das ist so der momentane Stand, wo wir rumdümpeln, wenn man es vereinfacht sagen darf. Was ist eine sinnvolle Förderung? Obwohl wir sehr dankbar sind, ja, dass die Abgaben aufgeschoben wurden, also die Lohn- und Sozialabgaben. Ein Aufschub heißt aber nur verschobenes Leid. Ja. Das ist keine Förderung. Und was ist eine Förderung für ein Hotelier, so wie in Wels? Es gibt eigentlich nur den Hilfsfonds, bei dem Teile der Fixkosten dann nicht rückzahlbar sind, abhängig von der Härte des Falles, sage ich jetzt mal so. An das glaube ich aber erst, weil das Geld wann überhaupt nächstes Jahr fließen wird, wenn das bewilligt ist oder am Konto ankommt. Ja, das werden wir noch sehen. Und abgesehen davon, Förderungen in einem größeren Verhältnis, gibt es eigentlich nur die Kurzarbeit, weil zumindest ist mir keine andere Förderung bekannt oder sind keine Zuschüsse bekannt, weil wie gesagt, ein Verschieben von Abgaben ist keine Förderung. Ja. Es gibt diese Überbrückungskredite, das stimmt auch. Ja. Trotzdem, aber Überbrückungskredit ist sicherlich dienlich zur Liquiditätssicherung. Es ist aber keine Förderung. Ja. Es verschiebt trotzdem meine Zahllast und mein Leid, für alles aufzukommen ist. Verschafft mir Geld, heißt aber auch, ich muss das natürlich alles wieder zurückzahlen. Also es ist ein weiterer Verschub und aus meiner Sicht keine Förderung. Als Hotel muss jetzt, oder generell als Betrieb mit Restaurant und Hotel, muss sehr kreativ jetzt denken und muss dir alles vorstellen können. Wir kennen ein Hotel in Saarbrücken und auch das 25 Hours, die haben dieses Konzept mit dem mehr oder weniger Homeoffice im Hotel umgesetzt, also die Nutzung von Hotelzimmern tagsüber. Wir haben das auch aufgegriffen und das auch in unser Marketing eingebaut. Ich glaube, dass das ein schleppendes Modell ist, ein gutes Modell ist, aber das wird sich weisen. Unser Hauptfokus liegt jetzt sicher bei genau dem, wofür wir eigentlich in Wels immer da waren, und das ist 24 Stunden für den Gast da zu sein. Damit zählen wir sicher zu den Einzigen. Also da gibt es individuelle Vereinbarungen mit den Gästen. Wir tauschen die Kontaktdaten aus, sind immer erreichbar, wenn wir auch nicht immer besetzt sind.
Und ich glaube, da liegt unser absoluter Hauptfokus darauf, dass wir für die Gäste und für die Firmenkunden immer noch 24 Stunden da sind, auch in Krisenzeiten.